R-E-W-I-N-F-I-D-E. What? So, komm, Digga, rein in die Psychose, wirklich. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, ich kann es euch nicht sagen. Hallo, meine lieben Freunde. Moin. Na, hey Marcel, freut sich nicht so, mich zu sehen? Salam alaikum. Ich bin gerade gestorben, Digga. Salam. Salam. Ja, schönen guten Tag. Ich muss ja geh kurz pissen. Wieder da. Wieder da. Geh mal ran an Speck, weil das Haus wieder auf flott machen, Digga. Ja, aber was ist denn, was hab ich denn dafür? Was, du hast mich bezahlt dafür? Du hast dafür Titel Montes Haus nochmal. Buff, 2000 mehr. Abfahrt. 2000 mehr was? Über. Aufrufe? Auf mein YouTube-Video? Nein, Twitch. Nein, das stimmt nicht. Das ist wegen meiner Persönlichkeit unter anderem. Wirklich. Er sagt wirklich. Ja, nee, doch. Nee, es ist tatsächlich so. Ich habe auch eine Umfrage gestartet im Chat. Das, Mods, noch mal bitte. Noch mal kurz hier nachfragen, warum. Mir egal, also du, wenn du Lust und Zeit hast, machst, wenn nicht, auch nicht. So, ist mir eigentlich naja, egal. Naja, das war schon so ein kleiner Ansage. Ja, du willst es schon sehr eigentlich, dass es wieder steht. Ja. Nee, also mir ist es egal, Digga. Aber willst du wirklich in der Ruine wohnen? Ich bin da, also sag mal ganz ehrlich, was macht man am Ende in seinem Haus? Also ich weiß nicht. Ja, das ist so, wie du leben, weißt du? Genau, du willst ja auch in Minecraft ein bisschen Show-Off haben, oder? So zeigen, dass du was kannst und so. Deshalb baut man sich ja selber zum Beispiel ein geiles Haus oder so, wie Roat sich alleine ein Aquarium gebaut hat. Bruder, hast du nicht so den Antrieb, selber irgendwas zu machen, so zu bauen? Doch, Digga. Und das mache ich eigentlich öfters, und zwar im Blättchen. Ah, okay. Wo bist du denn, Rewe? Ich bin gerade ganz weit weg. Ich bin gerade in der Wüste und farm gerade ein paar Sachen, aber ich komme gleich wieder zurück. Okay. Ich muss mir erstmal gleich den Schaden da genau auch angucken und dann mache ich einen Preisvorschlag und treten wir in die Verhandlung. Da muss ich auch gucken, wie es gerade aussieht mit den verschiedenen Gewerken. Sanitär, Heizung und so weiter und so fort. Rohbau, ne? Und ich schreibe gerade gleich mal parallel Kluge, ob er die Videos von Dings Strike kann. Weil du drin zu hören bist. Nee. Ja, genau, hier von Master Builders. Ja, die sind 9 Jahre alt. Ganz alten Chicken, Digga. Neun Jahre alt. Ja, aber auch Videos, die 9 Jahre alt sind, kann man gut striken, Digga. Aber ich weiß ja nicht. Also, guck mal, es ist ja offensichtlich, dass wir nicht zusammen Minecraft gespielt haben und ich heimlich aufgenommen habe, sondern dass du ja eingewilligt hast für diese Aufnahme. Ja, hast du eine Nachricht, wo ich schreibe, ist okay, dass du es veröffentlichst? Nee, aber es ergibt sich aus dem Kontext. Ich weiß auch nicht. Also nee, wieso? Ich habe einfach nur chillig mit dir gezockt eine Runde, wusste nicht, dass du aufnimmst. Ach so, ja, okay, die Anmoderation, dann. Also da warst du gemutet, habe ich nicht mitbekommen. Nee, ach, mach einen entspannten, Digga. Ich sag dir jetzt ganz offen und ehrlich, so mit Haus und so, klar, wenn ich jetzt anfange, selber auch da ein bisschen rein zu investieren oder auch von Rohat das Aquarium sehe, dann bekommt man da auch Bock drauf. Aber so, Digga, ist das Haus eigentlich nur ein Angriffspunkt für verfettete Fettsäcke, die Fitner stiften. Ich habe auch überlegt, vielleicht Hühner in sein Haus zu machen. Boah, ganz viele. Hühner sind chillig. Das ist so easy, Bro. Da gibt's so eine Kanone für, ne? Echt jetzt? Ja, sollen wir die bauen? Kannst du die bitte bauen mit mir? Also, ich sag mal... Ich nehme auch alles auf mich. Ernst? Ja, Wallabila. Ich sag, ich hab dich bezahlt, nur damit du die Kanone baust. Okay. Ja, eigentlich ist es relativ simpel, Bro. Ich mach's wie folgt. Ich baue dir die einmal hin und du baust die einfach nach, okay? Nee, bau die aber dahin. Okay, dann gib mir mal einen Dispenser. Dispenser, okay. Chat, wie mache ich den? Hä, Bruder, das Kleinkind hier wirft gerade mit dem Dreizack auf mich. Hallo? Hör mal auf, seit wann gibt's das denn? Wie lästig, hä? Der gerade vom Kleinkind angegriffen worden, wie krass. Wie viele Eier hast du? Wie viele Eier hast du gerade, Bruder? Boah, nicht viel. Wie viel braucht man denn? Also ich brauche so 6 Dispenser. Ja, hier sind meine Kisten, die kannst du alles rausnehmen. Ja, crafte schon mal Dispenser, 6 Stück. Ich habe ein Ei. Oh, Bruder. Du solltest mindestens 2 haben. Ja, okay, dann hole ich mir bei Isa was. Meine Kisten sind offen für dich. Ja, aber dafür wird ja, also für so ein Prank sprengt ja Eli auch kein Haus, oder? Das ist ja, du kannst die Hühner ja eben, killen, ne? Meine ich auch so. Das wird er nicht machen. Und der will sich auch mit mir anlegen und so. Darf ich dafür Quarz von dir haben, Bruder? Bruder, nimm Habibi, nimm alles, was ich an Quarz habe. Ich habe eine eigene Quarzkiste. Ernst? Ja, ich nehme nicht so viel, oder? Ja, nimm so, du kannst schon so 5 Stacks nehmen. Okay, ich habe 8. Ja, okay, 8 geht auch. Tamam. Also wir müssen in das Ding, guck mal, das ist relativ einfach. Die Dispenser gehen alle in einen Dropper. Es geht alles in einen Dispenser rein. Und der Dispenser schießt die ganze Zeit Eier, die von den Hühnern gelegt werden, die auf den Dispensern stehen. Ach, auf den... Digga, auf den Hoppern stehen. Hopper brauche ich. Genau, ich brauche 6 Hopper und ja, eine Menge Hühner halt oben drin. Je mehr Hühner oben drin sind, umso geiler ist es. Okay, lass mal kurz schlafen gehen. Wie kriege ich denn Eier? Von Hühnern. Das ist halt jetzt der Painpoint. So, da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir irgendwo... Wie viele braucht man denn Eier? Also, die Chance, dass ein Hühnchen spawnt, ist 1:8. Und wir müssen oben rein so vielleicht 20 Hühner bekommen. Also so ein Stack Eier wäre schon ganz geil irgendwie. Ja? Ja, schon. Aber irgendwer hat das safe in der Kiste. Das ist so eine Sache, die hat man. Ich kann mir vorstellen, dass Medi oder so, irgendwer hat das. Ja, so NPC. Ja, genau.
Ah, genau. Eine Sache, die wir machen müssen, Bruder, wir müssen auf jeden Fall die Katzen trotzdem dann irgendwo anders hinmachen in dem Haus oder da, dass die Hühner nicht dahin kommen, wo die Katzen sind. Nein, Bruder, weil wenn der jetzt die Hühner schlägt, dann bringt er die Katzen ja um. Ich weiß, du willst die Welt brennen sehen, Bruder, aber weißt du, was ich meine? Nein, nicht auf Katzen. Deshalb müssen wir das so ein bisschen davon separieren, dann bauen wir die Katzen ein. Also eigentlich brauchen wir nur zwei Hühner da drin, die anderen können wir dann mäßig so vermehren. Aber hat Eli denn ein fertiges Haus so? Ja, jo, das ist sein Haus. Welches denn? Das auf dem Wasser hier? Das hier rechts? Ja. Ach, crazy. Ja, guck mal, seine Katzen sitzen auch hier sehr günstig an so einer Location. Dann können wir die nämlich einbauen. Ja. Dass man die halt nicht schlägt, wenn der dann hier die Hühner tötet. Töten die Hühner die Katzen? Nee, aber wenn Eli jetzt halt rumgeht und die Hühner schlägt, weißt du, dann kann es sein, dass er die Katzen hätte. Dann muss er halt ein bisschen aufpassen. Ja, fühle ich. Ich habe die Katzen jetzt einfach eingebaut, Bruder. Dann machen wir hier so. Dann mache ich hier eine Wand hin, damit die Hühner nicht rauskommen. Dann schlagen die Eier hier so gegen. Also diese Leute, die hier einen einladen, es ist so respektlos. Ah, Chat, das reicht schon mal so. Die Glock steht schon mal. Nice. Ja, Bruder, bring mal die Hühner hier hoch kurz. Die sind hier oben drauf, ne? Ja, jetzt musst du die hier reinbringen. Guck mal hier in dieses Ding hier. So, hast du Blöcke zum Verschließen? Ja, geh mal weg. Okay, gib mir mal kurz die Samen von denen. Ich hab nur einen. Okay, warte, ich hol kurz ein paar mehr. Jetzt musst du halt erstmal ein bisschen Hühner vermehren, ne? Aber dann ist Cello. Das heißt, guck mal, das Konzept ist halt so, die schießt dann halt immer weiter, diese Hühnerkanone, und macht halt immer weiter, also die Hühner legen Eier. Und je mehr Hühner drin sind, umso mehr Eier werden gelegt. Und dann schießt diese Kanone die Eier in Elis Haus. Und von da aus werden dann in Elis Haus halt ganz viele Hühner gespawnt. Das ist so exponentiell quasi, dass es halt immer mehr wird, weißt du? Achso, Druckplatten müssen auch weg. Ja, ja, ich weiß nicht, Eisendruckplatten, ich weiß nicht, ob ein Mob die auslösen kann, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, da gab es mal Unterschied zwischen Gold, Holz, Eisen und Stein, aber ich kenne die nicht. Ich habe einen Oha, heißt es. Ja, ich werde jetzt immer mehr Hühner. Achso, die vermehren sich schon direkt? Ja, ich hab die selber vermehrt mit Samenkörnern, weißt du? Und dann kannst du die mit Samenkörnern füttern, dann wachsen die auch schneller. Und ich hab drei, ach echt? Und dann schießt er jetzt hier in seine komplette Bude rein einfach. Eigentlich voll die simple Maschine, ne? Ja, Mann. Aber übergeil zum Trollen halt, wirklich. Nee, ich find's auch wichtig, also Eli ist ein Tierliebhaber und ich dachte mir, okay, das ist unnormal. Safe. Ist ja auch nice für ihn so, ne? Ja, natürlich. Alle 5 Minuten kann man die vermehren. Ja, jetzt gleich können wir schon wieder, dann haben wir wieder mehr und dann ist egal. Wenn wir einmal 4 haben, dann geht das ratzfatz, Digga. Wenn da so 30, 40 Hühner drin sind, die scheißen ja unendlich viele Eier raus. Und die ganzen Eier werden dann sofort unten direkt reingepackt. Ja, gib mal bitte. Vielleicht haben wir Luck, Bruder, und die spawnen direkt noch ein Hühnchen. 3 Stück. Komm schon, auf Gamble. Nein. Oh, Digga, lost. Ja, keins gespawnt, schade. Schau bei Basti wegen Eiern, ernst? Aber ich glaube nicht, dass der Eier hat, Digga. Also, klar hat Basti, GRG hat die größten Eier von allen, so, aber was die hier. Boah, schau mal, Bootshaus da, Hühnereier hat. Dauert heavy. Das erste Huhn ist gespawnt. Das erste Huhn ist da, Digga. Es ist da. Es ist im Haus. Und jetzt ist exponentiell. Je mehr Hühner da oben drin sind, umso geiler wird's. Umso geiler wird. Eli wird, glaube ich, richtig, richtig sauer sein. Oder er freut sich halt, weil er so ein Tierlieber ist. Kann auch sein, ne? Ja, schon krass Tierlieb. Deshalb bist du auch mit euch befreundet, weil ihr alles Macher und Tiere seid. Nämlich. So. Hallo, Willi. Bro. Eli. Hallo, Eli, was geht? Was geht, Bro? Wir bauen gerade ein bisschen was in der Stadt, so, weißt du? Warte mal. Redstone ist kaputt. Wie Redstone ist kaputt? Na, kann eigentlich nicht sein, oder? Nein, Bruder, ist nicht. Ist nicht. Ist alles gut. Ah ja, guck mal hier. Rohr, das geht los, es geht los. Guck mal her. Die Wirtmaschine funktioniert. Schnell, komm. Bin da. Guck mal hier unten. Siehst du? Nee. Und jetzt ist das Geile, guck mal, die sind ja gerade noch nicht ausgewachsen. Wenn du jetzt fütterst, fütter die ruhig unten mal, dass die auch groß werden. Mehr erstmal hier oben, genau, das ist viel wichtiger. Und dann, die sind halt gerade hier noch alle auf der Treppe, weil die zu ihren Eltern hochgucken mäßig, weißt du, weil die gucken immer zu den erwachsenen Hühnern hin. Aber sobald die ausgewachsen sind, laufen die halt im ganzen Haus rum und dann legen die noch mehr Eier und sowas, weißt du. Boah. Aber wenn hier oben mal so 30 Stück drin sind, Bruder, dann zündet das schon ordentlich durch, ernst. Digga, das war so hart. Rort, komm mal kurz Channel mit runter. Ja? Wegen den Hühnern, ne? Pass auf, weißt du, was smart ist? Wir nehmen jetzt die Hühner, die hier drin sind. Guck mal hier, die in der Kanone. Ne? Komm mal mit runter kurz. Ja. Schau mal hier, guck mal, wie viele hast du schon, Bruder. Guck mal hier, was für ein Abfall. Guck mal. Ja. Und dann machen wir die alle unten rein, bauen die Kanone zurück und er fragt, wie die ganzen Hühner hingekommen sind. Weißt du, was ich meine? Und dann vermehren wir die hier unten. Ja, aber dann vermehren wir die hier unten einfach. Das geht schneller als mit der Kanone jetzt, weil die Kanone ist mehr so über Nacht. Und der kommt ja gleich schon online. Verstehst du? Okay. Das heißt, nimm du dir mal kurz. Mach das. Nimm du dir mal. Okay, warte, du musst mir mal helfen, Bro. Nimm dir mal Samen in die Hand und geh nach unten. Stell dich hier unten hin. Hier. Nimm dir mal Samen in die Hand hier hin. Und dann komm mal runter zu mir. Genau. Hier hin stellen. Guck mal hier. Dann kann ich die nämlich aus von oben. Von oben, die kommen dann auch raus. Und dann bauen wir das einfach zurück und dann baue ich in der Zwischenzeit alles zu. Warte, ich hole die kurz alle runter. Okay. Das sind schon viele.
Boah, weißt du, was Abfuck wäre, wenn wir die zu den Katzen tun? Ja, können wir machen. Und dann da einbauen, weißt du, weil dann kann er nichts machen. Er kann die ja nicht auf einmal töten. Guck mal, wie viele sind, Bruder. Guck mal, das ist wirklich. Okay, halt mal kurz da die Position. Mäßig so, dass die da nicht rauskommen. Und dann baue ich jetzt hier oben alles wieder normal. Und dann denkt er halt, okay, was passiert so? Wo kommen die ganzen Hühner her? Weil das ist halt noch größere Abfuck, wenn er gar nicht weiß, wie es passiert ist, weißt du? Dann kann er das auch nicht nachbauen. Bau mal hier vielleicht zu, Digga, hier wo ich bin. Ja, warte. Bau mal hier zu. Warte, ich hole noch kurz die restlichen Hühner. Bruder, das sind so viele, ne? Aber wenn du die halt alle auf einem Fleck hast, ist doof. Normalerweise müssten wir hier zu bauen, weil sonst gibt der einmal mit Smite, gibt der One-Hit auf alle Hühner. Nein, wir bauen ihn zu den Katzen zu. Das heißt, der kann ihn nicht töten. Oh, okay. Get you, warte. Ja, okay, dann pack die mal alle hier zu den Katzen hin. Ich glaube, mach mal so Hälfte mäßig, ja. Ja, ich glaube, so passt schon. Ja, okay, mach. Warte, ich schieb die kurz dahin, warte. Mach mal. Ach, Digga, warte. Noch einmal hinten ein bisschen Platz. Top. Warte, mach mal auf und bau direkt zu. Nein, am besten fliegst du raus. Okay, du kannst jetzt immer da in die Ecke gehen, die noch weiter vermehren, ne? Ja, mach das. Mach das.